Hallo Leute, ich bin Anwalt und willkommen zu einer weiteren Folge von Kalis K. Ja Leute, letztens haben wir diesen Teufelchen befreit. Was wir jetzt machen müssen, ist folgendes. Ich werde jetzt zurückgehen, denn dort gibt es noch eine Rüstung. Also, sprich, dort wo wir sie befreit haben, können wir jetzt eigentlich mit dem Schlüssel alle Türen öffnen. Ja, also dann Leute, noch etwas, was ich gesagt habe mit dem Blut ist nicht ganz die Wahrheit entsprechend. Also dieses Blut ist ja, das ist eine Art Mana. Für was das ist, werdet ihr gleich mal sehen, wenn wir hier fertig sind. Ja, ich will erstmal alle Türen öffnen, denn wir können jetzt alle Türen hier öffnen. So, solche Türen, die noch zu sind. Und die suche ich jetzt, denn dort gibt es noch Rüstung. So, wir haben jetzt einen Schlüssel, wir können jetzt die Türen öffnen und bekommen halt Stiefel und so einen Umhang. Diesen Umhang will ich haben. Wir können den Umhang ja, anziehen. So, jetzt schaue ich nach. Ja, das können wir jetzt anziehen. Ja, den Umhang, der gibt uns auch Verteidigung und so. So, das haben wir jetzt gemacht. Der Rest habe ich wohl alle aufgemacht. Ja, die sind alle offen und alles eingesammelt. Das hier ist die richtige Tür, wo wir jetzt hin müssen. Das machen wir jetzt. Ich habe das kurz angezockt, um zu schauen. Ja, um zu schauen, was eigentlich ja, passieren wird. Und ja, das wird passieren. Wir werden jetzt einen Bosskampf erleben, Leute. So, jetzt liegt der irgendwo. Da. Und solange der liegt, müssen wir dem hauen. Die hat auch Fähigkeiten Feuer. Was ziemlich cool ist, Leute. Wenn er so steht, können wir dem nicht hauen. Wir machen dem ziemlich wenig Schaden. Die hat allerdings noch Feuer. Allerdings dieser Boss schickt uns diese kleinen Versionen von sich selbst. Aua. Lass mich doch in Ruhe. Okay, der liegt. Schnell, schnell, schnell. Ah, shit. Dieses kleine Viech da hat mich einfach gestört. Ja, wir werden jetzt sterben, Leute. Ein paar Mal sogar. Bitte hier bitte kommen. Jawohl. So, jetzt sind wir gestorben. Viel zu wenig HP gewesen. Muss wir neu machen. Also es wird nicht bei mir auf einmal klappen, weil der ist ein bisschen gemein, dieser blöde Boss. Der schickt uns gleich mal solche kleinen. So, wo bist du denn? Wo ist der jetzt? Verdammt. Da ist er. Okay. Schnell zu ihm. Der wird jetzt. Aua. Jetzt muss ich mal I drücken. Ich will jetzt auf Stärke gehen. Stamina. Ja, das mache ich so. Die Kleinen gehen noch, aber der Riesen
dann kann man einfach nicht so. Und die kann auch nicht ausweichen. Also, die weichen. Da kommt auch Schlag im Dorf, Mann. Okay. Die ist K.O., die kann man aber hochheben. Also, ich meine die unsere. Oder die geht auch selbst hoch. Die liegt da, aber da steht er auch. Help. Jawohl. So. Wir müssen den Boss besiegen. Denn das ist ziemlich interessant, was dann passiert, Leute. Die hat auch Feuer. Mann, diese kleinen Viecher, die nerven einfach, Mann. Komm. Los geht's. Wir werden sie besiegen jetzt. Hol dein Schwert raus. So, deine Freunde sind tot. Jetzt bist du dran. Leider, wie gesagt, machen wir ziemlich wenig Schaden. Mann, ich kann nicht ausweichen. Ich lasse sie umbringen. Wo ist er? Da. Oh Mann, diese kleine Viecher, die nerven einfach. Wie blöd, ey. Die nerven einfach. Ich rüste mich um. Moment. Hab ich ein Schwert, der besser ist? Also der macht 13. Der macht 10. 10. 13. 7. 15. Und hier, der macht am meisten Schaden. Okay, wir haben nichts Größeres. Los geht's. Ich habe auch noch keine Fähigkeit. Das Teufelchen hat aber Fähigkeit. Und zwar nicht so knappe. Die hat Feuer. Wo ist sie denn? Und was stehst du da rum? Kannst du mir das erklären, warum stehst du hier rum und tust nicht? Wir gehen auf Armor. Vielleicht hilft's. Vielleicht nicht. Und Stamina. So. So. Jetzt komm. Der ist schon nicht ohne. Ja. Hey, I taught you better than to roar at your mistress. Wir müssen im Ande da, das ist ihre Fähigkeit. Jetzt gibt es diese kleinen Viecher und wir müssen genau dem Großen, solange der K.O. ist, müssen wir dem schlagen. Erst dann machen wir an dem Schaden. Okay, schnell zu ihm.
Ah, Mist. Diese kleine Viecher, die nerven, Mann. Jawohl. Help. Wir können die Hockel, also die soll jetzt den mal fertig machen mit Feuer und so. Ich werde einfach rumlaufen, aua. Helfen. Braten, genauso. Wo ist er denn? Da liegt er. Jawohl, also seht ihr, wenn der K.O. liegt, kann man ziemlich gut Schaden an dem machen, besonders mit Feuer. Okay, jetzt liegt er. Jetzt kann ich gut Schaden machen. Jawohl, wir haben ihn. Wir haben den. Jetzt, Leute, bekommen wir die erste Fähigkeit. Damit. So, gucken wir mal. Jetzt bekommen wir die erste Fähigkeit. Oh ja. Jawohl. So. Das ist aber nicht die Fähigkeit, Leute, was sie jetzt gemacht hat. Ich zeige euch die Fähigkeit. Somewhere along this wall. If memory serves, there's a path that leads to the surface. The wall over here is vulnerable. We have to get to the path on the other side. That's the only chance we've got. Kaliska. What? I am sorry about your pet. As am I. So Leute, wir haben den Boss besiegt, haben jetzt seine Fähigkeit, also wir haben aus dem sozusagen seine Fähigkeit gesaugt. Und diese Fähigkeit, Leute, wird uns das Blut kosten. Also dieses Blut ist sozusagen Mana und das wird uns ziemlich gut helfen, also diese Fähigkeit. Jetzt haben wir auch eine Fähigkeit, wir sind jetzt draußen. Ihr seht da unten dieses Zähnezeichen. Ich kann euch mal zeigen. Pink. Wir haben so einen. Das hat uns, wie ihr seht, da oben Blut gekostet. Also diese Fähigkeit wird uns Blut kosten. Wir laufen mal hier rum und schauen uns mal um. Vielleicht gibt es hier Kisten und so. Nein. Ich glaube, da kommen wir zurück. Ich muss euch etwas sagen, Leute. Das Spiel ist genial. Also, wir waren jetzt in irgendeinem Schloss und jetzt ist so, wir sind jetzt draußen. Ja.
Aber das Geilste ist, was jetzt kommt. Banditen. Stück. Stück. Aua. Oh, die haben nichts hinterlassen. Aber wir haben gelevelt und da steht schon einer. So, wo geben wir den Punkt her? Ich will dieses minus 1 loswerden und zumindest so machen, dass es auf 0 geht. Jawohl. Ich weiß nicht, was das ist halt auf Englisch, aber das ist eh egal. Und Blut muss man auch noch leveln, wenn wir diese Fähigkeit sehr, sehr oft einsetzen. Los geht's. Das kostet natürlich uns Blut und aber der ist Hilfe. So. Jetzt gucken wir mal, was wir bekommen haben. Also das rüste ich. Ich glaube, das rüste ich gar nicht an, weil das kann ich gar nicht anrüsten, sonst wird sie ohne Hosen rumlaufen. Wir haben noch einen Gürtel vergessen, Leute, da gab es ja noch einen Gürtel. Ne. Also nicht nackt rumlaufen, aber das ist, glaube ich, passt zu dieser Rüstung. Es gab da noch so einen Gürtel, so einen roten, und den hab ich nicht mitgenommen. Oder war das hier? Well. Genau, es war das hier. Zwar das, ich habe das doch nicht vergessen, und zwar Armor, das ist besser. Ich habe es doch nicht vergessen, ich wusste doch, dass dieser rote Gürtel noch sein sollte, aber den habe ich schon genommen. Panties. Nehme ich halt nicht. Ich habe aber Angst, das anzuziehen, Leute. Diese Armor. Ja. Dann nehme ich nur das hier. So, was jetzt? Ich habe 14 HP, Leute. Nicht viel. Wir müssen hier gucken, vielleicht steht da irgendwo... Nein, ich wollte eigentlich das Schwert reinstecken. So, ja. Genau. Ich habe hier ziemlich lange gebraucht, bis ich rausgefunden habe, wo wir hin müssen. Oh. Hi, du. Na, du? Was hat dir mein Haustier gemacht? Oh, naja, wir hatten auch ziemlich wenig, ja, Happy, ey, wo kämpft ihr denn? Da, Schwert rein. Lauf, 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 lauf. Schwert raus. So, tot. Schwert an.
Naja, es schwächer als unser. Weil unsere Rüstung ist cool jetzt. So, wir müssen jetzt herausfinden, wo wir müssen, also hin müssen. Come at me. Ja, Schwert rein. Kommen wir nicht durch. Problem ist, ich habe immer noch nicht herausgefunden, Leute. Ja, es gibt noch Bugs, ne? Ich habe es immer noch nicht herausgefunden, wie ich mich heile. Denn, also das Blut ist Mana, aber wie ich mich heile, ist mir noch unklar. Was schade ist eigentlich. Also da sind wir auch falsch. Wir müssen diese, ja, hier rausgehen. Irgendwo rauskommen. Genau, jetzt habe ich. Ah, die Sonne. Die ist ja ein Vampir. Wer war das? How long was I? Storms, damn it. This isn't right. That mountain shouldn't be. And that island was. No. No, this simply isn't correct. This isn't how I remember the world at all. This will not stand. Ja. Okay. Komm, weiter geht's. Ich will heute bis dahin, wo ich gekommen bin, euch mal zeigen. Und zwar hier muss man schon, wie soll ich sagen, Entscheidungen treffen. Und ich habe eigentlich die Entscheidung so getroffen, dass ich einen guten Vampir spiele. Und dann, werden gleich sehen, unsere erste Entscheidung, was unsere erste Entscheidung sein wird. Und diese Entscheidung wird gut. Denn wenn wir denen nicht helfen, also wir müssen jemandem helfen, Leute. Bekommen wir etwas nicht. Oh. Nicht bewegen. Oh, unser alter Bekannter. Unser alter Bekannter, Leute. I'm not sure I follow. What's the point of all this? Lord Baron wants the idol. Shitface there knows where it is. No, I get that, but why that's idol? Probably just looks like Repent. Every other hunk of wooden tits carved it. My wife has dozens. Now you see, this one's special. That's what my wife says every time we pass a woodcarver and she wants to buy another blasted idol. Your wife ever find a magic idol so special she was willing to beat a man to death over it? There's plenty my wife is willing to beat a man, namely me, to death over. The idol's not one of them. So either Lord Berent loves hunks of wood with tits carved in them more than your wife, or this one's special enough to beat a man to death over. Could be, could be. Or maybe he just really loves watching a man get beat to death. Wait for my signal. What signal? You will know. Die so cool. Hm.
Oh, there's no need for you to be afraid. A little bit of pain can heighten your pleasure. Storm's alive! It's a demon! It's a demon. Yeah. Lambs. Their taste never changes. That's no demon. If it is what I think it might be, we ought to be very careful. For now. Kill it, if you can. Come at me. Aha. Seht ihr, also das Teil hilft uns, wenn ich jetzt gerufen habe. Ich meine dieses Haustier. Das können wir später machen. Haben wir alle jetzt umgebracht. Das war aber schnell. Okay, jetzt müssen wir mit James sprechen. That was invigorating. You, however, seem a little worse for wear. Shall we call it karma? Also, erstmal friendly. Evil succubus, you had your way with me earlier, but I see through your tricks now. I see what you are. Oh, James. Earlier was a moment of weakness, nothing more. I thought you were faking the pain to make those men go easy on you. Are you okay? I don't. We can them help. All right, James. I need you to listen to me. I can smell how close but to you are. But I can save you. Would you like that? Der wird zum Vampir. James? James? Blink once if you want me to save you. Don't worry, James. I won't let these evil men have the last say in your life. Okay, James, listen. What is this? If you let me talk... It hurts. Oh, storms! It burns! James, control yourself, please. You're only making a fool of... Well, you've already been a fool before, so you may as well carry on being one. No. No, no, no. You don't know what this is. This pain. Oh, so dramatic. You don't know what this is, really. Do you somehow believe that the vampire that you are seeing while we do this is so dramatic? A vampire feels like. Come now. Come on. One of those is still alive. Feed. Feed? Yes, yes. That one's heart is still beating. Go on. It'll stop your incessant whining. You have to. That was disgusting. Storms, I need more! This hunger will accompany you forever. Yet that way madness lies. For now, you must learn control. You know something I need you to share with me. Know what? James, you took
my idol from me. I'm sure you are none the wiser what it was, but I assure you it was very important. It had a blood gem inside, the focus for my power. I need it back. Do you have it? Kaliska, I'm so sorry. I didn't realize what it... I understand. I don't blame you. But I do need to know where the idol is. I gave it. What? Did you just say? I took it for the Seekers. But these thugs had other ideas. They talked about the wealth and power they will earn for themselves. How they set up a camp nearby, from which they planned to put the whole of Thulgatha under their control. Believe me, it wasn't my intent. I'm not stupid. I knew they weren't as righteous as the Seekers, but... Storms, what have I done? After all these years, Seekers still exist. Could they be the same ones? Common bandits, you say? Perhaps it is time someone paid them a visit. Wait! I gave you your answers, and now you must give me some in return. What have you done to me? What is this overpowering hunger I feel? And why does the night seem so much brighter? You are becoming a vampire. But, unlike me, you are just a fledgling. The sun won't kill you, but it will make you feel weak. Avoid the fire. It will tear your skin as if you were made of straw. You need to feed. Otherwise, you might lose control and hurt people around you. And another inconvenience is that if you don't drink blood, people will begin to notice that you are no longer... alive. No longer alive? What do you mean by that? Am I... dead? As I have already stated, you are no longer alive, James. Honestly, those thugs should thank me for doing their work. But saying that you are dead would be oversimplifying it. You are so much more now. No, wait! I have more questions. Please, don't leave me here! In all honesty, you may not make it through your first night. And I have not the time nor patience to deal with a fledgling right now. So walk with your own feet, and if you do survive this night, find me. If you manage that, then I will know that you are worth teaching. So. Ihr seht da oben dieses Schloss. Da muss man hin. I think I hear shouting. Someone needs help. This way. Ja. Und zwar, Leute, das habe ich gemeint. Wenn wir jetzt denen helfen, bekommen wir was. You run back to your village. That should send an all right. That's how you want to pay it. Someone! Anyone! Help! Do that. Kill the farmer. Kid, you run back to your village. That should send the right message. Well, what do we have here? What are you doing? Help them. Wir werden diese Leute helfen, weil wir bekommen was dafür. So I'm helping them. Let's get to it then. Yeah, let's go. Da sind Banditen, ne? So tell me, how does one such as yourself end up? So tell me. How does one... I could ask you the same, Miss Cop. I can say. Ja, ihn kann ein bisschen sprechen, was? You are... Ich wollte auch nicht mit der reden, ich wollte sie umbringen. So.
Thank you. Thank you so much, stranger. My name is Kaliska. This is... Your friend. Her name is Marisha. Yes, but she's... Well, about her... We have no judgments here. We, from Kelhold, used to oversee a haven for wayward souls and oddities. But that was before the quarantine started. I'm more concerned about her injury. Just a flesh wound, really? Why are there now two sexy vampire ladies in front of me? Hold on a moment. Why were those men trying to kill you? Your friend is bleeding badly. I'll explain everything once we get to my place. The stars have such beautiful voices. Is the grass usually purple at this time of the year? Come on, it's this way. So, Leute, was haben wir denn dazu bekommen, dass wir denen geholfen haben? Es ist ganz einfach, Leute. Wir haben ein Haus, wo wir jetzt schlafen können. Und da können wir, ja, so viel wir wollen halt übernachten, wird uns nichts kosten und, und. Also das ist ziemlich cool. Kann ich auch, glaube ich, sogar verkaufen und essen. Das habe ich jetzt nicht so ausprobiert. Aber wir haben jetzt Räume bekommen. Ever since the quarantine started and we had to close the hotel. If you'd like to help us, I suggest you speak to the Elder. He's got a better handle on the situation between us and Millhaven than I ever could. Maybe you could help around the farm. Whatever you decide, you've earned a place in our house. That room will be yours for as long as you need it. Quarantine? And I must apologize, but, well, I never asked for your name. Ah, yes. In the panic and rush of the moment, it must have slipped my mind. I am Averion. Welcome. You may stay as long as you like. You will find that there is not much else to do since the gates of Gullenheim are closed. But I'm afraid I don't know as much about the matter as the Elder does. I will see you in the morning, then. Don't let the bandits bite. Oh, my head. Who is behind this? I was supposed to sleep for a century. I can control your coffery. Set me free from this duty. Will I finally be truly dead? It still hurts. How can it still hurt? Set me free from this duty. Nein, ja, da gehen wir. Ja, da gehen wir Stimmen im Kopf. So, Leute, auf jeden Fall, ich speichere hier mal ab. Ich will euch nur noch eins zeigen, und zwar, das ist unser Raum. Wie gesagt, wir können hier schlafen. Das hier ist das Raum von Teufelchen. Kaliska. Warte mal. Kaliska ist, bin ich. Also das ist Kaliskas Raum und das hier ist... Haben wir jetzt zwei Räume. Auf jeden Fall in einem schlafe ich, in der anderen schläft diese Teufelchen. Das finde ich ziemlich cool. Wir haben jetzt für so lange wie wir wollen diese Räume. Ich glaube, wir können hier sogar verkaufen, wenn wir einen finden. Die sind nicht da irgendwie, aber das machen wir nächstes Mal. Hier weiter schauen. Bis hierhin habe ich gespielt, Leute, bis hierhin. Ab hier wird es blind sein. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ihr wisst, was zu tun ist, ich gehe pennen.
so 2 Stunden, 3. So, jetzt haben wir gepennt, jetzt gucke ich mal, ob mein... Ne, HP hat sich nicht regeneriert. Ich habe keine Ahnung, womit wir das HP regenerieren wird. Auf jeden Fall, wenn ich das herausfinde, das ist super. Genau, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, eure Lone Wolf, haut rein. Ciao.